In Japan war heute Feiertag, die Börse dementsprechend zu. Warum? Weil doch heute der Kaiser gekrönt wird. Na gut, wenig aufregend war das Ganze, denn die eigentliche Festivität, die Parade, die findet dann erst wohl am 10. November statt. Die ist verschoben worden. Trotz alledem, der Markt natürlich heute zu, deshalb kein Impuls von der Seite. Aber Impuls brauchte der Markt auch nicht, denn der DAX hat es auch ohne weiteres erstmal ja geschafft, nach oben zu kommen. Jetzt allerdings ist die Frage, schafft er es wirklich, sich weiter fortzusetzen? Denn tatsächlich gibt es so ein bisschen erste Ermüdungserscheinung. Punkt 1, der Dow Jones, er kriegt den Hintern nicht so richtig hoch. Er hätte eigentlich eine gute Möglichkeit, jetzt mal nach oben zu kommen. Er müsste sich aber dann schon auch bewegen. Das macht er im Moment aber nicht wirklich. Und aus dem Grund muss man da mal überrascht oder sich überraschen lassen, was der Markt dazu noch kann, ob er sich dazu tatsächlich noch mal ein bisschen bewegt oder ob das Ganze eher eine Luftnummer wird. Anders sieht es aus beim S&P und beim Nasdaq, denn die waren schon gelaufen. Die sind schon eigentlich schön gelaufen und erwarten eigentlich einen Rücksetzer. Sprich, dass der Kurs tatsächlich mal wieder ein bisschen nach unten kommt. Das täte denen gut und dann wird sich entscheiden, ob der Markt weiter nach oben geht. Beim Dow Jones kann man sich merken, so ganz grob die Marke 26.600 habe ich im Kopf. Bitte nochmal nachprüfen. Das ist so dieses Zwischenniveau, was wir vor einiger Zeit hatten. Ich glaube, so um den 7. Oktober kann das sein. Ich weiß es nicht. Bitte nochmal einmal prüfen. Das ist so die Scheidemarke beim Dow Jones. Geht der Markt, bleibt der Markt drüber, geht es wohl eher noch früher oder später dann mal über das neue, das letzte Allzeithoch. Wenn der Markt allerdings da drunter fällt, dann glaube ich, wird sich das noch eine ganze Weile hinziehen und der Markt hat noch viel Platz erstmal nach unten. Nach unten ist auch vielleicht die Direktion, oder war sie erstmal, das wird jetzt spannend beim Euro gegen US-Dollar. Der ist ja wahnsinnig gelaufen, finde ich super. Wir haben auch drüber gesprochen schon, ist eigentlich hervorragend. Jetzt kommt er gerade so ein bisschen runter und zwar im Moment in der ABC-Form. Aus dieser C kann noch eine lange 3 werden. Es ist also nicht gesagt, dass man jetzt einsteigen kann. Allerdings, wenn er über das letzte Zwischenhoch geht, wir haben das tausendfach schon diskutiert, gucken Sie selber mal im Chart. Sie sehen bestimmt, was ich meine, ansonsten werde ich es nächstens nochmal am Chart erklären. Dann wäre das wieder das nächste Long-Signal, hervorragend geeignet, um nochmal einzusteigen. Aber wenn sich jetzt das nach unten weiter fortsetzt und er nur wackelig ist nach oben schafft, ebenfalls sehr leicht zu erkennen, eigentlich im Chart, dann weiß man, dass die Abwärtsseite eigentlich noch die richtige ist und die fortgesetzt werden sollte. Es ist also spannend im Moment, so ein bisschen der Scheidepunkt jetzt noch voraus. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo das Ganze hinführt, aber der Markt lässt uns jetzt teilhaben daran und wir können es eigentlich leicht abwarten und dann auf die entsprechenden Zeichen dann reagieren. Ein Zeichen könnte heute Nachmittag 16 Uhr auch die Neubauverkäufe oder die Existing Home Sales, heißt es auf Englisch, also die Verkäufe neuer Häuser in Amerika werden schwächer erwartet. Wie sie rauskommen, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Wenn Sie es vor 16 Uhr noch gucken können, alles gut. Achten Sie darauf, da kann der Markt ein bisschen wackeln. Wenn Sie danach gucken, dann haben Sie die Information auch schon mal, um ein bisschen drauf zu gucken. So, das war es von dieser Stelle. Hier hinter mir ist übrigens ein ganz klassisches Motiv aus Japan. Sie kennen das. Im Hintergrund so ganz leicht zu erkennen. Fuji-san, davor die Wellen des Pazifik sozusagen, also eine wunderschöne Ecke auch, um da Fuji-san zu sehen. Ein ganz typisches Motiv, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, aber ich will Sie damit nicht alleine lassen. Jetzt machen wir noch mal einmal hier den Schwenk über den Platz. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach Hause wieder, auch dann, um auf dem heimischen Handelsplatz dann eben zu gucken. Und deshalb habe ich gedacht, mal ein Schwenk noch mal von dieser Stelle und dann sehen wir uns gleich in den Märkten oder morgen gerne wieder dann an dieser Stelle.